Und damit herzlich willkommen zurück zu Elex. Ich hatte gerade Stress. Oh ja, ich hatte so. Also Stress und Angst und ein paar ja, Trauerschweißperlen auf der Stirn, weil das Spiel nicht starten wollte. Also nicht das Spiel. Das war alles okay. Auch neues Spiel. Wunderbar geklappt. Safe Game hat nicht getan. Und dann hat es irgendwann doch getan. Und ich saß da, Alter. Mein altes Herz ist nicht mehr dafür in der Lage für solchen Stress. Weil das jetzt nachzuspielen, bis wir hier sind. A, werde ich das nicht schaffen, weil ich bei Weitem nicht mehr weiß, welche Entscheidungen wir alle getroffen haben. Klar, ich habe Videobeweise. aber sehe ich nicht. Muss ich hier stehen. Aber es ist alles nochmal gut gegangen. Ich werde jetzt auch zwei Speicherstände haben, die ich gleichzeitig immer abspeichere. Falls irgendwann mal ein kleiner Runtime-Error drin ist oder was auch immer, damit dieser schöne Spielstand nicht zurück, also nicht kaputt geht. Und damit noch einmal, schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück zu Elex. Wir sind unterwegs zum wunderbaren, liebevollen Mad Bob, dem wir leider erzählen müssen, dass wir uns um die Dingens gekümmert haben. Weil wir haben in der letzten Folge, falls ihr euch erinnert, haben wir uns mit Volkmar zusammengetan, um diesen Mad Bob ein bisschen zu verhieschen. Ja, ich denke, das ist okay. Ne? Moin. Also, wegen der Wegen Gefallen. der Gefallen. Du bekommst bald wieder Schrott geliefert. Du bekommst bald wieder Schrott geliefert. Oh ja. Hört, hört. Da hast du wohl mächtig auf den Busch geklopft. Natürlich. Ja, die Insel im Süden wird in Zukunft genug Metall für dich abwerfen. Es freut mich, dass du gute Nachrichten im Gepäck hast. Schlechte liegen schwer im Magen und haben zu viele Nebenwirkungen für meine Männer. Ist das alles oder hast du mir noch etwas verschwiegen? Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht. Also hier da unten, das ist Lügenpresse. Also ich habe dir wirklich alles gesagt, was ich weiß. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Das auch so betont, finde Selbstverständlich ich hast du gut. das. Ich wollte nur sicher gehen. Hier, wie versprochen, der Anteil für deine Hilfe. Wieso kam da jetzt Mad Bob? Wird sich das merken? Wegen Naja, der mal gucken, wo das Gefallen. hinführt. Was steht als nächstes an, Was steht Junge? als nächstes an? Du willst dich auf die nächste Bewährungsprobe stürzen. Dir quillt Natürlich. der Eifer ja aus allen Poren. Das sehe ich gern und ich will dir auch sagen, warum. Mein nächster Coup ist schon in Planung und für dich ist die Hauptrolle reserviert. Was soll ich tun? Weißt du, normalerweise bin ich ein Ehrenmann. Ergo bezahle ich fast immer meine Schulden und lege noch etwas obendrauf. Jetzt brauche ich jemanden, der mir die lästige Laufarbeit abnimmt. Okay. Andernfalls würden meine sonstigen Geschäfte leiden. Das verstehst du doch sicher. Nimm du mir die Arbeit ab und der Kassensturz wird sich für dich bezahlt machen. Definiere die Arbeit bitte. Wem schuldest du etwas? Wenn jetzt Iron Maiden kommt, Iron Madison, dann wird es Wem schwierig. schuldest du etwas? Ace, vielleicht bist du ihm Ace. schon begegnet. Ein ziemlich windiger Kerl mit einem glücklichen Händchen. Und dieses Glück hat ihn auch nicht bei einem Spiel gegen mich verlassen. Das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass mich sonst jeder gewinnen lässt, bemerkenswert. Warum sollte dich jeder gewinnen lassen, jetzt mal wirklich? Also, du denkst, er hat betrogen. Denkst du, er hat betrogen? Vielleicht, aber das ist nicht wichtig. Ich bin kein schlechter Verlierer. Ich zahle immer. 1000 Splitter stehen auf dem Schuldschein. Zudem werde ich ihm die Summe mit einem kleinen Präsent verzinsen. Bestimmt eine Granate, oder? Ich will nicht, dass Ace stirbt. Aber ich begleiche deine Schulden. Kein Ich Problem. begleiche deine Schuld bei Ace. Tu das. Hier hast du die Splitter. Und natürlich darf meine Überraschung nicht fehlen. Hier. Leg sie einfach in die Hütte zwischen der Arena und dem Marktplatz ab, unterhalb von Docs Bude. Am besten direkt auf den Tisch. Eine Überraschung will ja präsentiert werden. Oh, Scheiße. Macht er da jetzt einen auf Paten? Ist das der Kopf von seinem Bruder? Nein. Also nein, das hätte ich nicht gerne. Wenn das wirklich so ist, oh Gott.
Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es wirklich so ist. Was ist hier denn? Oh, faule Programmierer. Doch nicht faule Programmierer. Okay, ich dachte gerade, die hätten da einfach so ein Action einfach mal nicht level designt. Aber so. Natürlich bin ich einmal über den Musik Markierer gestiegen. Wir haben bald keine Fleischsuppe mehr. Das ist nicht gut. Meine Fleischsuppe muss ich dann neu machen. Verdammt, ich habe auch davon gegessen. Tja, dann mach dich mal bereit, die Keramik zu sprengen. Okay, was haben die gegessen? Ace, guten Tag. Der Müllbaron will seine Spielschulden begleichen. Der Müllbaron will seine Spielschulden begleichen. Er zahlt tatsächlich? Die Jungs hatten mir alle davon abgeraten, mich auf ein Spiel mit ihm einzulassen. Als ich ihn dann über den Tisch gezogen habe, dachte ich schon, er macht kurzen Prozess. Aber jetzt zahlt er auch noch. Es hat sich also tatsächlich bezahlt gemacht, nicht auf die Idioten zu hören. Oh, er hat mir auch noch eine Kiste mitgegeben. Was soll ich mit einer dämlichen Kiste anstellen? Ich habe sie nicht geöffnet. Weißt du was? Stell sie einfach in der Hütte von meinem Bruder und mir ab. Neben ein paar toter Ratten wird eh nichts von Wert in dem Ding sein. Ah ja? Kann ich die Kiste öffnen? Ich frag für einen Freund. Nichts zu tun haben. Ich höre ja so einiges. Sonstiges wird wahrscheinlich ein modifiziertes KI-Modul. Aha. Ne, sonstiges nicht. Dann ist es wahrscheinlich in Materialien, Werkzeuge, Schlüssen. Pause machen. Ja, alles gut. Selbst dran schuld. Ich wüsste jetzt nicht, wo die Kiste ist. Ja, wir bringen die da mal rüber, wenn er meint, wir sollen die da mal hinstellen. Da ist bestimmt kein Kopf drin. Oder Schlimmeres. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht, was schlimmer wäre, als den Kopf seines Bruders in einer Plastikkiste zu sehen. Eine Pappkiste meine ich natürlich, sorry. Das ist mein Geld. Das habe ich hier gestern hingelegt. Nur so fürs Protokoll. Dann schauen wir doch mal. Dum. So. Also, nochmal kurz, ich habe es in der letzten Folge mal irgendwann erwähnt. Ich werde einfach jetzt so machen, wenn ich aufnehme, dann kommen einfach jeden Tag Folgen raus und dann nehme ich irgendwann wieder auf, weil ich einfach auf das Spiel gerade richtig Bock habe. Als dir aufgefallen sein sollte, dass halt Going Medieval jeden zweiten Tag eine Folge kommt und das hier kommt jeden Tag. Das hat keine Wertung nebenbei. Das liegt einfach daran, dass ich hier freier spiele. Bei Going Medieval habe ich gerne immer euer Feedback und so weiter und hier spiele ich mehr oder weniger einfach so, wie ich gerade will. Natürlich bei Going Medieval auch, aber da ist halt das Feedback wichtiger und deswegen nehme ich da nicht so häufig auf. Deswegen läuft Edex häufiger, nur so nebenbei. Ablageplatz. Kiste ablegen. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Party-Service. Eieieiei, ich bin mir nicht sicher, was wir da jetzt für eine Rolle gespielt haben. Oder sagen wir mal anders, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Rolle, die wir gespielt haben, gerade eben nicht gespielt worden wäre, hätten wir das gewusst, was wir da machen. Um das mal total verklausuliert und extrem schwierig ausformuliert hinzulegen. Aber ihr wisst, was ich meine. Stark, oder? Ja. Was? Quatsch, das ist kein Code, das ist ein Namensschild. Ein Namensschild? Was ist das denn? Das Ding hat man früher getragen, damit jeder weiß, wen man gerade voll labert. Ach, cool. Sag bloß. Ja, wahnsinnig spannend. Und jetzt wirf es weg, sonst schlafen mir noch die Socken ein. Na gut. Okay. Hat jedes Zweierteam so ein Gespräch? Ich laufe da immer dran vorbei. Aber ich glaube fast, weil bei der Arena waren das ja auch zwei, die sich unterhalten haben und später irgendwo anders standen. Naja, Matt Bob, guten Tag. Wegen der Gefallen. Ne? Wegen der Gefallen? Wir haben den Party-Service erledigt. Du kannst den zweiten Gefallen als erledigt betrachten. Darauf habe ich gewartet und du kommst genau richtig. Wenn ich richtig informiert wurde, dann ist unser Überraschungsgast soeben eingetroffen. Noch ein Gast? Und er wird sicher einen Blick auf das Präsent werfen.
Warum glaube ich, dass ihm die Überraschung nicht gefallen wird? Warum glaube ich, dass ihm die Überraschung nicht gefallen wird? Er wird nicht die Zeit haben, darüber zu entscheiden. Ach, Scheiße. Wie darf ich das verstehen? Hör einfach genau hin. Wir haben Ace umgebracht. Was war das? War doch eine Granate. Das war meine Überraschung. Spade ist gerade vor Freude in die Luft geflogen. In der Kiste war eine Bombe? Exakt. Und das hat das Schwein wohl auch gemerkt. Das war gute Arbeit von dir. Wir haben Spade umgebracht, also den Bruder von Ace. Scheiße, scheiße. Naja, kann sich nichts ändern. Weißt du, sind alles Outlaws. Ich will bezahlt werden. Ich will bezahlt werden. Wie ich schon sagte, ich zahle immer. Ich weiß nicht, ob du bezahlt hättest, hätten wir nicht darauf... Und es steht dir frei, die Hütte zu beziehen. Ja, wir haben ein Haus. Auch wenn sie jetzt stark renovierungsbedürftig sein sollte. Scheiße. Konsequentes Handeln eines verärgerten Psychopathen. Wenn du ruhig schlafen willst, halt die Luft an. Okay, das war nicht so schön. Aber jetzt, wo wir anscheinend durch sind mit den Gefallen, warum heißt du eigentlich Mad Bob? Warum nennt man dich Mad Bob? Wie hast du mich genannt? Ich will lediglich wissen, was es mit dem Namen auf sich hat. Und ich will wissen, wer mich so genannt hat. War es William, Chloe oder gar der Duke selbst? Obwohl, streichen wir Letzteren, bleiben noch zwei. Beantworte einfach meine Frage. Ich will, also Chloe will ich nicht tiefer in die Scheiße reiten und William, weiß ich nicht, ist mir egal. Beantworte einfach meine Frage. Nein, ich hasse diesen Namen und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also bist du an der Reihe. Von wem hast du ihn? Das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Wag es ja nicht, mich zu... Nein, warte, schon gut. Wir wollen ja zivilisiert bleiben. Ich bin ja kein Unmensch. Ich respektiere deine Entscheidung. Tust du nicht. Mehr muss ich für den Moment nicht wissen. Nur, dass wir uns verstehen. Du wirst diesen Namen nie wieder in den Mund nehmen. Ja, das stimmt wohl. Haben wir ja auch gewusst, sag ich mal. Aber, was wir auch gewusst haben, wer mitgezählt hat, ich weiß nicht genau wie, aber wir haben Brüchigen Macht. William verlangt, dass ich an seiner Stelle den Kampf in der Arena bestreite. Haben wir das nicht gemacht schon? Ich weiß nicht. Ich gehe mal dahin und frage nochmal nach eigentlich. Oder müssen wir mit William noch sprechen? Aber haben wir eigentlich da nach diesem Kampf schon gemacht, oder? Ich schau mal, was Big Jim noch zu sagen hat. Wenn wir jetzt sagen, wir haben für William gekämpft. Ja, weiß ich nicht. Ist so ein bisschen im Nachhinein, ne? Okay. Du bist nur ein Outlaw. Der stand irgendwie so wichtig in der Ecke rum. So, in welcher Bude waren wir eigentlich gerade? Ich hab's voll vergessen. War das hier die? Nee. Da hat Ike gewohnt. Die hier. Oh. Ja, ich glaube, die sieht echt nicht mehr so gut aus. Eieiei. Spade, ja. Tut mir leid. Ich musste den doch ausrauben. So, hier haben wir Crazy Rat. Okay. Crazy Rat hat nur ein paar Waren für uns. Und ich wollte eigentlich... wir sprechen erstmal mit Big Jim und dann möchte ich mit Ace mal reden. Weil Spade hat's nicht überlebt. Der scheiß Glückspilz. Also jetzt nicht, dass es nicht überlebt hat, sondern dass der Spade... dass der Ace überlebt hat, sagen wir mal so. Der scheint sehr, sehr stark mit dem Glück verbandelt zu sein. Der alte Glückner. Ich finde nur, weißt du, wenn ich bei dir ein Dingens bin, hier bei den Mad Rats. Ach, Mad Rats. Ich habe eine Maus gehabt von Mad Cats, deswegen. Wenn ich bei dem einen Bunker war, dann finde ich den da hinten nie. Das ist total dumm. Das war sehr klug. Naja,
Wir schauen einfach mal, was der Ace uns zu sagen hat. Der wird wahrscheinlich extrem begeistert sein, weil theoretisch haben wir ja seinen Bruder umgebracht. Obwohl wir natürlich nichts davon wissen können. So, ihr beide, habt ihr auch eine Geschichte zu erzählen? Ich saß gestern Nacht 3 Stunden auf der Schüssel. Wieso das denn? Hab zu viel von der Pampe in mich reingestopft, die Chloe ausgibt. Wieso das denn? Verdammt, ich habe auch davon gegessen. Tja, dann mach dich mal bereit, die Keramik zu sprengen. Oh, ich vertrete mir besser mal die Beine. Okay, dann waren wir quasi bei dem Gespräch auch schon durch. Aber anscheinend haben diese Zweiergruppen immer ein bisschen was zu erzählen. Finde ich gut. Outlaw. Barkeeper. Outlaw. Hat jemand Ace gesehen? Outlaw. Chloe? Nee. Warte. Ja, schade. Können wir das irgendwie so auf der Map sehen, wo der ist? Nee, ne? Warte mal. Kartenlegende? Nee, ich. Ja, also die kann ich ausschalten. Okay. Ja, dann nicht. Zip. Okay. Alles klar. Big Jim hat auch nichts mehr zu erzählen. Das heißt, wir gehen mal Richtung William und dann fragen wir den mal, ob der uns denn was erzählen will. Ich glaube, die Quest dürfen wir dann durchhaben. Und dann, meine Freunde, wisst ihr, was zu tun ist. Nämlich, ja, sagt es im Chor, wir werden Alps verprügeln. Ich freue mich da irgendwie darauf, dass wir da in den Konverter gehen. Und uns verlaufen erstmal. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ein bisschen. Alles gut. Oder? Nee, doch nicht. Alles gut. Guten Tag, Willy. Wegen der Hauptmänner. Also erstmal Ike hält Wache am Tor. Gut. Hoffentlich hält er länger durch als sein Vorgänger. Hier, weil du dich darum gekümmert hast. Danke. Ende. Dieses Mal, weil das eine große Quest war, denke ich dran. Ist eigentlich total dumm. Nicht Abenteurer, was war das nochmal? Des Dienstleisters, ne? Das kann ich nicht mehr tragen. Was? Achso, das Schwert haben wir jetzt verloren, ne? Oder? Ich schau nochmal nach. Ich denke, das war wegen des Schwertes dann, ne? Ja. Da fehlt uns ein Geschicklichkeitspunkt. So, also wegen der Hauptmänner. Wegen der Hauptmänner. Big Jims Rebellion ist abgeblasen. Big Jims Rebellion ist abgeblasen. Gut, dass du ihm sein dummes Maul gestopft hast. Das wird den anderen zeigen, dass der Duke der wahre Herr des Ödlands ist. Den Rang eines Hauptmanns hat er sich verspielt. Dann haben wir ab jetzt wohl nur noch 3 Hauptmänner. Hier, ein bisschen Spielgeld zum Verbrassen. Dankeschön. Seht ihr da? 25 EP mehr. Es ist nicht viel, deswegen habe ich mich nicht mehr so sehr aufgeregt, aber mein Gott. So. Mad Bobs Schrottlieferungen kommen wieder an. Sehr gut. Wir brauchen das Metall dringend. Hier, hast du ein bisschen was dafür. Du hast die Zusammenarbeit mit Mad Bob wirklich überlebt. So gerade. Ich bin nämlich ernsthaft erstaunt. Du scheinst gut mit Menschen umgehen zu können. Außer mit Spade. Du hast dich um alle Hauptmänner gekümmert. Damit hast du mir die größten Probleme von der Brust genommen. Wenn du dich uns anschließen willst, dann werde ich dir nicht mehr im Weg stehen. Vielen Dank dafür. Immer gerne. Meine Dankbarkeit äußert sich normalerweise in Form von Elixit. In deinem Fall allerdings erinnere ich mich an die Geschichte mit Iron Madison. Ja, ich habe mir gedacht, dass er noch kommt. Nichts anderes bedeutet, als dass du rein gar nichts von mir bekommst. Denn ich muss die Kohle investieren, um einen passenden Ersatz zu finden. Ja, alles gut. Bezahl mich oder verschwinden noch mehr Leute. Können wir nicht machen, weil wir nicht genug Kampf haben. Gib mir wenigstens einen Teil der Splitter. Ja, mein Gott. Gib mir wenigstens einen Teil der Splitter. Hast du denn auch nur einen Teil von ihr am Leben gelassen? Ja. Nein. Also ich jammere nicht rum. Das Magenbiom. Okay, Ende. Ich möchte mich nicht den Outlaws anschließen. Aber damit haben wir eine wahnsinnig große Questreihe in Tavar abgeschlossen. Das nächste, was wir machen, ist dann das hier. Das ist aber eine Quest, das wird noch dauern. Spurlos verschwunden. Ich gehe mal einfach nur mal durch, was wir so haben. Spurlos verschwunden ist Stormson, den sollen wir umbringen. Der ist aber bei den Klerikern. Irgendwo. Also das weiß ich zufällig. Aufbruch zu fernen Ländern. Ragnar will seine Gegner besser einschätzen. Ich soll ihnen einen Bericht aus mindestens 2 der großen Städte bringen, damit er im Bilde ist. Sind wir unterwegs? Katas Tagebuch. Ich habe das Tagebuch einer Katha gefunden. Ich finde, das könnten wir tatsächlich als nächstes vielleicht machen.
Oder wir gehen auf Alpjagd. Ich wollte, also das machen wir, also diese Insel, einfach mal gucken, was da so ist. Ich meine mich zu erinnern, dass das ganz witzig da war. Aber was ich eigentlich machen wollte, ist hier, der Konvektor. Konverter. Den Konverter, in dem wir, bei dem wir letzte Mal schon waren. Und wo hier ja der Sound, sagen wir mal, kleinere bis mittelgroße Probleme hatte. Ich werde wieder einfach dran vorbeischleichen, denke ich. Weil mit dem da vorne möchte ich mich nicht anlegen. Der scheint mir noch ein bisschen zu stark. Der große. Aber ich meine, wir haben die Quest, die wir da drin gemacht haben, schon fertig. Ich möchte nur einmal schauen, wegen des Commanders, der da oben rumsitzt, ob wir uns dem denn erwehren können. Um das mal in absolut zeitgenössischer Sprache mal anzusagen. Nein, also wir haben ja hier den Weg schon mehr oder weniger freigeröbbelt. Da war jetzt nur noch auf einer Etage. Ja, runter sollten wir nicht. Ich glaube, dann sind wir tot, ne? Ja. Auf einer Etage war noch ein Commander und zwei Alps. Und da wir seitdem... Also wir haben den keinerlei Schaden im Nahkampf gemacht. Nur nochmal, um das zur Erinnerung zu bringen. Ich esse den letzten Fleischteller. Also, wir haben versucht, im Nahkampf gegen den zu klopfen. Das hat überhaupt keinen Schaden gemacht. Wir sollten, bevor mir das nicht mehr einfällt, eben kurz den Ring nochmal wechseln. Den Amulett, dann können wir nämlich das Schwert wieder tragen. Und ich finde das immer noch cool. Auch wenn die Effekte von dem Schwert natürlich schlecht gealtert sind, wenn wir mal ehrlich sind. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Nur weil du hier schon 5-mal gestorben bist, Falk? Naja. Jedem das Seine, ne? So. Wir müssen noch mal gucken, ob wir vielleicht ein cooleres Schild kriegen. Ich meine, das hat irgendwas. So mit diesen Wurzeln und mit den dicken Ästen da dran und so. Das hat irgendwie was. So, speichern wir hier mal. Aber es ist doch ein bisschen kaputt. Damit, genau, da wollte ich nochmal nachschauen. Ich weiß nicht, wie das sortiert wird. Wir haben hier zwei Zettel gefunden, ne? Das wollte ich nur mal nachschauen. Wir haben zwei Zettel gefunden. Ob das einfach die beiden oberen sind? 11. 2. 21. Okay. Ich weiß nicht, wie das sortiert wird. Aber wir machen einfach mal 11, 21. Das war nichts. Okay. 2, 1, 1, 1. Das war nichts. Okay. Alles klar, dann werde ich gleich, werde ich einfach gleich mal googeln. Wenn es für euch okay ist. Weil die Zettel hätte ich mir sofort durchlesen sollen und nicht währenddessen kämpfen. Okay, wir machen dem Schaden. Wir machen den auch genug Schaden, dass ich halbwegs zuversichtlich bin, dass wir das schaffen. Ich muss nur... jetzt juckt natürlich mein Handgelenk. Boah, 175 EP. Ich meine, das ist einer der meisten EPs, die wir bekommen haben. So, ein Zettel dazu. Der Zettel wird irgendwo zwischensortiert. Eine 7. Scheiße. Aber 5, 7, 8, 9. Ernsthaft? 5, 7, 8, 9. Ich gehe mal nochmal runter. Nur um mal zu gucken. Vielleicht sind das ja die Zettel. Sonst, wie gesagt. So. 5, 7, 8 kann es nicht sein. Dann nehmen wir 1, 9. Enter. Das war nichts. Okay, dann seid ihr live dabei. Jetzt ist natürlich der Sound eben weg. So, wie nennt man das nochmal? Konverter. Elex. Wie hieß der? Warum mache ich das eigentlich live?
So, ich habe mal kurz nachgeschaut. 3210 ist der. Geht doch. Geht doch. Ja, ich weiß, dass ihr jetzt sagt, das ist ja total der Cheater und was auch immer. Ja, ist mir egal. Ich find's halt nur doof. Nur mal so, der eine hatte einen Zettel dabei. Unser guter Commander. Wo eine 9 drauf war. Oder? Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Lasergewehr LT5. Außerdem gehe ich fast davon aus, dass wir hier Waffen finden, die wir höchstwahrscheinlich einfach gar nicht benutzen, weil, weiß ich nicht. Einzelschussenergie, 35 Schaden. Die können wir benutzen, theoretisch. Ist bestimmt auch irgendwie witzig, aber weiß ich nicht. Ich lasse die einfach mal da liegen, wir werden die nicht benutzen. Weil ich denke mir, ach, weißt du. Ich brauche da nicht zu erklären. Ich glaube, du hast verstanden, was ich meine. Das kann ich nicht mehr tragen. Ja. Ist halt einfach, Mein gesunder Neugier möchte gerne hier wissen, was es hier so gibt. Das war nichts. Halt auf die Fresse. So ein bisschen doof. Die Maus bewegt sich nicht so. Also die bewegt sich schneller als der Bolzen. Falls ihr das seht, ist immer. Also für jeden Pixel, den die Maus sich bewegt. Ne, andersrum. Für jeden Pixel, den sich der Bolzen bewegt, bewegt sich die Maus zweimal. Also ein bisschen schwierig. Naja. Nee, also was ich meinte ist, meine Neugier ist einfach zu groß, als dass ich das hier so liegen lassen kann. Und dann, müssen wir da halt mal rein, ne? So, ich muss mal fehlendes Talent, Geschicklichkeit, natürlich. Apropos, wir könnten das einfach jetzt, was hältst du davon? Ich habe nicht mehr geschaut, was wir noch verbessern wollen. Ich wollte ja im Prinzip, dass wir ein bisschen mehr Persönlichkeit kriegen. Sowas wie Praktika. Wäre natürlich klasse, wenn wir das einfach so hätten. Oder Kampftheorie, ihr hört einen Kampfwert. Weiß ich natürlich nicht, wofür man das braucht. Ich habe so ein bisschen das, also dieses Bedenken, dass wir vielleicht hier in die Richtung quasi ein bisschen mehr hier Mana, steigert dein Mana, auch cool. Waffe zaubern, Fächerschuss, Spruch Geistgestalt, Spruch Lederhaut. Hier hätten wir Spruch Aspekt des Kriegers. Erlaubt dir den magischen Spruch Aspekt des Kriegers auszu. Plus 50 Nahkampfwaffen. Ich will da die alle gleichzeitig tragen. Spruch Bluttransfer. Aha. Leben erspüren, auch cool. Heilung. Also wir brauchen Gerissenheit und Konstitution, mehr oder weniger. Also wir brauchen eine ganze Menge Gerissenheit. Die würde ich dann einfach mal geben. Komm. So viel wie wir kriegen, übernehmen wir mal. War jetzt richtig, oder? Ich habe das so schnell gemacht. Berserker. Doch, wir brauchen fast überall irgendwie Gerissenheit für. Das können wir einfach mal machen, weil im Moment haben wir kein Loch. Also von der, wie nennt sich das nochmal, von der Stärke her. Warum will der nicht immer als neu angezeigt? Essen, Drüsensuppe, Schnaps, was haben wir denn, Brot, Setzerbrot. Was haben wir denn Leckeres an Essen? Eintopf plus 12 Gesundheit mit 12 Sekunden. Giftresistenz, Okay, dann nehmen wir mal den Eintopf auf Stufe 4. Und hauen uns sofort erstmal einen in den Kopf. Ist das denn jede Sekunde 12, ja, ne? Wird jede Sekunde 12 sein. So. Ich wollte eigentlich nicht so lange rumdördeln. Ich wollte eigentlich... Nein, was tue ich denn da? Okay, alles gut. Ich habe gerade gedacht, wir schicken den mal eben nach oben. Das wäre total unnötig, wenn die Funktion hier drin wäre. Aber warum sollte in Computerspielen auch nur Nötiges programmiert werden? So, hier haben wir den Cleanbot, der lebt noch. Fehlendes Talent Geschicklichkeit. Das habe ich natürlich vergessen, wieder umzulegen. Wissenschaftler, nein, Geschick. Wissenschaftler, Bücherwurm, habe ich das jetzt auch nicht gemacht. Naja, egal. Zack. Du bist tot. Deine Innereien gehören mir. Hier haben wir noch ein paar von diesen schönen Sachen. Bisschen Schwefel. Und dann nehmen wir hier... Ich bin kein Technik. Ja. Das haben wir, die Quest haben wir letztes Mal aufgesammelt, aber ich bin ja gestorben. Der hat auch noch einen Zettel dabei, schön.
Ich habe das Gefühl, dass die Zettel uns nicht so viel weiterbringen würden. Vor allem, warum heißen die alle Zettel? Das ist Quatsch. Dieser Eintopf bringt übrigens so gut wie gar nichts. Wenn mir erlaubt ist, das mal zu sagen. Da muss ich eben schnell reagieren. Einmal einen Trank trinken. Wir haben noch 9 Tränke. Aua. Lässt das so sein? Wow. Boah, wir machen so viel Schaden. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Boah, die haben alle einen Zettel dabei. Ich glaube, die haben einfach alle irgendwelche Zettel, die irgendwelche Zahlen sagen. Erlass. Okay. Warte mal. Diesmal mache ich das so. Wissenschaftler? Ja, das ist okay. Wissenschaftler und dann gehe ich nochmal rein. Und dann lese ich den Zettel. 12. 25 EP. Was? Letztes Mal hat er 10 EP gegeben, der letzte Zettel. Okay, das ist echt viel, was man da mehr kriegt. So, Erlass. Um den Innerschub an Elix Noxarkor niemals stoppen zu lassen, wird ein Sicherungssystem eingeführt. Das Komma ist verrutscht. Der Elix-Konsum der Teilnehmer wird in jedem Fall aufrechterhalten. Jedem Teilnehmer wird eine individuelle Kennziffer zugeordnet. Alle Teilnehmer haben ihre Nummer stets bei sich zu tragen und sich bei Aufforderungen zu identifizieren. Sind nicht alle Tanks des Konverters befüllt, wird eine Nummer ausgewählt und der Teilnehmer dem Tank übergeben. Alter! Oh, Junge, 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 die Alps, die machen keine Gefangenen. Alter, überleg mal, du läufst da rum, denkst nichts Böses, ist irgendein Tank leer und dann wirst du da mal reingesteckt zum Auspressen oder was. Wie so ein Smoothie. Okay, hier kommen wir diesmal nicht raus. Schade, also war's das. Wir haben einen Konverter erledigt. Ja, wir haben einen Konverter erledigt. So, ich fliege schon mal hier rüber, damit wir dann uns ein bisschen schönere Welt anschauen können, während wir uns voneinander verabschieden. Ich weiß, Abschiede sind immer schwierig, deswegen kurz und knackig. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns bei Cutters Insel in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und danke, dass ihr da seid.